Ich zeige euch heute schnell, wie sich Knifeless Tape Design Line von Finish Line unterscheidet und welches für welchen Anwendungsbereich sinnvoll ist, beziehungsweise wie ihr ganz leicht optisch das unterscheiden könnt. Also wir haben hier einmal die Variante Design Line mit dem gelben Rollenkern und die zweite Variante Finish Line hier mit dem weißen Rollenkern. Das sind so die beiden klassischen Knifeless Tape Varianten. Es gibt noch ein breiteres, es gibt noch ein Tree-Line beispielsweise für verschiedene Anwendungen. Aber ich sage, die wichtigsten beiden Varianten sind mit Sicherheit Finish-Line und Design-Line. Finish-Line, das ursprünglichste Knifeless Tape an sich. Wir haben hier einen richtig festen Kevlar-Faden integriert. Das macht das Ganze natürlich nicht ganz so flexibel wie Design-Line. Also Knifeless Tape Finish Line hauptsächlich für gerade Linien, Racing Stripes oder wenn ihr an Seiten irgendwo möglichst geraden Linienverlauf platzieren möchte, ist Finish Line die richtige Wahl. Was am Finish Line ganz gut funktioniert ist, wir haben oft die Schwierigkeit bei Ultrametallic Folien wie der Diamond Serie von Avery Dennison beispielsweise, dass diese vielen Metallic Flocken auf längere Strecken den Knifeless Tape Faden schneiden bzw. reißen und dann mitten drin sozusagen hier dieses Knifeless Tape abgerissen ist und dann natürlich entsprechend schwer hier wieder einen Anfang zu finden. Und da ist das Finish Line einfach wunderbar, weil dieser Kevlar-Faden natürlich entsprechend fest und stabil ist. Design Line ist das, was ihr in meinen Trainingsvideos hauptsächlich seht. Also das ist das, was auch ich im Bereich Car Wrapping, Fahrzeugfolierung regelmäßig verwende. Kaum noch wegzudenken und kaum noch vorstellbar, dass jemand einen Dachanschluss beispielsweise direkt an der Oberfläche schneidet, sondern in diesen Fällen werden Knifeless Tape Linien gesetzt, Folie darüber foliert und entsprechend dann mit dem Faden geschnitten. Abschließend möchte ich euch noch sagen, wie hat man das gelöst, bevor Knifeless Tape am Markt war. Wir haben hier diese klassischen Lackierer-Feinlinierbänder. Das sind einfach dünne Klebebänder mit 3, 5, 6 mm Breite, irgendwas in der Größenordnung. Das Ding ist aufgeklebt worden, im Prinzip wie wir es heute machen mit dem Knifeless Tape. Folie darüber foliert und dann wurde auf dieser Linierbandlinie geschnitten. Das heißt, selbst wenn der Schnitt irgendwo zu tief war, hat er maximal dieses Klebeband beschädigt und nicht den Untergrund darunter. Und es hat entsprechend die Linien oder die Schnittführung vorgegeben. Natürlich entsprechend mühsam, hier mit der Hand alles zu schneiden, beziehungsweise wenn dieses Band hier zerschnitten war, das wieder herauszulösen, war alles eine sehr umständliche Geschichte. Also Gott sei Dank, Knifeless Tape, irgendjemand sich das gut überlegt, 3M auch schon zugeschlagen, also mittlerweile ein 3M-Produkt. Und nochmal abschließend, das auf jeden Fall eine Sache, die jetzt in den Warenkorb sollte, beziehungsweise dann in weiterer Folge in der Toolbox nicht ausgehen sollte. Wer ambitioniert oder auch sein eigenes Fahrzeug folieren möchte, Knifeless Tape, ein absolutes Must-Have. Ich wünsche euch viel Spaß damit und viel Erfolg bei der Umsetzung. Mein Name ist Daniel Gspan. Bis zum nächsten Mal.